Guten Morgen. Es ist 8 Uhr in der Früh und entweder ihr seid totale Frühaufsteher oder ihr habt die Nacht über schwer gerockt. Ich begrüße euch zum MTV Top 100 Weekend. Das heißt, wir zeigen euch heute und morgen die bisher erfolgreichsten, geilsten und besten Videoclips des bisherigen Jahres. Und es geht auch schon los. Es ist das alte Katz-und-Maus-Spiel. Musikjournalisten nerven die Künstler und manchmal nerven die Künstler auch mit brutal beschissenen Platten zurück. Aber ohne Presse kann so oder so kein Künstler, klar, oder? Nur eins passt Jessie von Tic-Tac-Toe gar nicht, dass alle immer nur schreiben, mit wem sie letzte Nacht gepoppt hat und leider kaum was über die Musik. Okay, ich sag nicht, wenn sie gestern Nacht von der Stadt, widmen wir uns ganz allein der Kunst. Wir eröffnen das MTV Top 100 Weekend mit Platz 100, mit Tic-Tac-Toe und ist der Ruf erst ruiniert. Goldfinger setzen auf bewährte Kräfte. Mit ihrem 2000er Album Stomping Ground wollen sie ja schließlich kein Avantgarde-Festival gewinnen. Ordentlich rocken soll das Ding. Und deshalb haben sie mit Tim Palmer eine absolute Produzentenlegende an den Start gebracht. Der Altmeister hat immerhin schon für Pearl Jam und Iggy Pop alles aus seinem Mischpult geholt. Genau der richtige Mann also für eine echt fette Rockscheibe. Hier sind seine neuen Schützlinge Goldfinger mit 99 Red Balloons. Timbaland ist interessiert, oder? Oh, that would be interesting, wie der Amerikaner sagt. Und warum hat er das gesagt? Weil der angesagteste, fitteste und innovativste Hip-Hop-Produzent der Welt mal wieder ein neues Angebot bekommen hat. Nach den Jobs für Beck und Papa Roach soll Timbaland jetzt zusammen mit Metallica ins Studio gehen. Ja, genau, Metallica. Erst war er skeptisch, aber als er sie dann auf dem Mission Impossible 2 Soundtrack gehört hat, wollte Timbaland doch mal ran. Man darf gespannt sein, ob Lars Ulrich solche Beats getrommelt kriegt. Aber jetzt kommt Metallica nochmal ganz klassisch vorbei, Platz 95 für No Leaf Clover. MTV Top 100. An Bescheidenheit wird der Mann nicht sterben. Okay, Hip-Hop ist immer auch eine Sache der Selbstdarstellung, aber Boogie Night von den Harlequins hat jetzt mal richtig Gas gegeben. In Sachen Beats hätte Deutschland die Amis inzwischen ganz klar überholt, findet er. Und die US-Labels suchen seiner Meinung nach sogar den Kontakt zu deutschen Hip-Hop-Producern. Angeblich sind die noch unberührter, unabgenutzter, unverbrauchter, aktiver und vor allen Dingen hungriger. Na gut, dann soll der Junge mal zeigen, was er kann. Platz 93 beim MTV Top 100 Weekend für die Harlequins und Berlin Love. Charaktergesicht, Sexsymbol, Ex-Verve-Frontmann, frischgebackener Vater und diesen Sommer auf jedem Hochglanzcover und Platz 91 bei unserem MTV Top 100 Weekend. Die erste Stunde ist damit jetzt auch rum, aber wir haben noch viel, viel vor. Also bleibt dran, gleich wird's noch besser. I have to thank God. I would like to thank Madonna. The fans too, y'all. Sei dankbar, denn du bist der Auserwählte. Schaltet ein bei den MTV Video Music Awards 2000. Samstagnacht um 1 Uhr und Sonntag um 19 Uhr. The MTV Video Music Awards 2000 are sponsored by Siemens Mobile Phones. MTV Top 100 Weekend, presented by Fujifilm. Hi, hier ist wieder das große MTV Top 100 Weekend. Die besten Clips des Jahres von Platz 100 bis Platz 1. Bei der 90 sind wir jetzt und alle reden von Napster. Chuck D. meint, wer Napster aufhalten wollte, könne auch gleich versuchen, den Regen zu stoppen. Manche sehen das etwas anders und Limp Bizkit haben sich direkt mit dem Teufel verbündet. Sie haben eine von Napster gesponserte Umsonst-Tour gespielt und dem Feind dafür 1,8 Millionen Dollar aus der Tasche gezogen. Auch eine Methode. Hier sind die Trickser. Platz 90 für Limp Bizkit und Take a Look Around. Yep.
Es muss doch an den Genen liegen. Die Kinder von Jazz-Legende Don Cherry haben offensichtlich das Talent vom Alten geerbt. Trompete spielt zwar keiner von ihnen, weder Nene Cherry noch ihr kleiner Bruder Eagle Eye, aber es geht auch ohne. Während die Schwester gerade eher die Rüge raushängen lässt, landet Eagle Eye Cherry zwischen den besten Videos des Jahres auf der 87. Eagle Eye Cherry und Are You Still Having Fun? NSYNC brauchen keine Aufpasser. Wenigstens zu Hause in den Staaten nicht. Denn da können die Boys nämlich gar nicht auf die Kacke hauen und nächtelang abstürzen. Denn Justin ist noch keine 21 und kommt also eh in keinen gefährlichen Laden rein. Und ohne ihn machen die anderen aber auch nichts. Da beweisen sie echten Teamgeist. Hier sind die treuen Freunde auf Platz 85, NSYNC und I'll Never Stop. Wenn sich langsam der Herbstnebel über Deutschland legt, dann gibt es aus dem Eimsbusch-Keller das finale Statement zum Untergang der Musikgeschichte. Ach ja? Doch, doch. Das behauptet nämlich Yo Mama, das Label von 5 Sterne Deluxe. Wir wissen nicht, was sie genommen haben. Aber wir wissen, dass es am 18.09. soweit sein wird. Dann kommt das neue Album von den Hamburger Synapsenknackern. Hier sind es Platz 82 für die 5 Sterne Deluxe und Ja, ja, deine Mutter. So, weiter geht's mit der zweiten Runde des Top 100 Weekend. Es gibt ja viele Arten, seine Liebe zu beweisen. Das mit dem zum Fressen gern haben kann man aber auch ein bisschen zu wörtlich nehmen. Marc Anthony zum Beispiel musste das jetzt schmerzhaft erfahren. Bei einem Konzert in Chicago stürmte eine Frau wie wild die Bühne, biss sich an seiner Backe fest und hat einfach nicht mehr losgelassen. Was kann ich dazu sagen? Vielleicht au Backe? Gut, hier ist er auf der 69, Marc Anthony mit You Sang to Me. Also das wäre ja fast wirklich eine biedere Angelegenheit geworden, als Dr. Dre neulich vom Source Magazine für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. So ein Preis riecht doch einfach schon nach Seniorenvilla in Miami mit Liegestuhl auf der Veranda und dem ganzen Schnickschnack. Aber kaum wird ihm das Ding überreicht, stürmen Fans die Bühne, randalieren, vermöbeln Mobb Deep und Crazy Bone und retten so Dr. Dres Ehre. Hier ist also der Godfather des Gangster-Rap mit Eminem und Forgot About Dre. Aber ist es soweit, dann kommt ihr neuer Streifen in die Kinos, dann kann Miss Superbad Jennifer Lopez beweisen, dass sie nicht nur im weißen Stretchkleidchen eine gute Figur macht, sondern auch als Wissenschaftlerin. Jennifer hat in The Cell, so heißt nämlich der Film, eine neue Technik der Gedankenübertragung entwickelt, mit der sie Gehirnzellen manipulieren kann. Wenn es nach Lil' Kim geht, dann stellt sie ja genau das gerade mit Puff Daddy an. Aber gut, Platz 64 geht an Jennifer, Big Pun, Fat Joe und Tony Touch mit Feeling So Good. Die machen die ganze Woche lang so einen richtig schönen, biederen Job mit Schlips und Scheitel und lassen am Wochenende dann die Sau raus. Schön, Drogen ohne Ende, Sadomaso-Sex vielleicht noch und natürlich Fußball. Bei TQ war das allerdings andersrum. Unter der Woche ein wildes Hip-Hop-Leben auf den Straßen von L.A. und am Sonntag schniegelte und striegelte ihn Mami für den Kirchenchor. Aber wahrscheinlich war es genau die Mischung, die TQ auf Platz 62 brachte. Hier ist der Chorknabe mit Daily. Eigentlich ist es ja schon komisch, was aus elektronischer Popmusik geworden ist. Die ersten Platten von Westbam hießen noch Disco Deutschland oder der Bundespräsidenten-Mix. Und irgendwann ist Techno dann betont apolitisch geworden und aus der Love Parade wurde irgendwie so ein Faschingsumzug oder sowas. Aber gut, wenn Shea mocht, ihr bleibt jetzt auf jeden Fall dran, denn gleich geht's weiter mit den Plätzen 59 bis 30. Also bis gleich.
So Mädels, es brechen freudige Zeiten an. Erst zieht Robbie Williams sich aus und dann auch noch die Jungs von Echt. Die Bild hat ja netterweise schon ein paar Fotos von ihrem Videodreh auf der Reeperbahn veröffentlicht. Und das sah doch schon mal ganz vielversprechend aus, oder? Gerüchten zufolge hat Sänger Kim seinen Look jetzt komplett geändert. Raspelkurzes Haupthaar in Wasserstoffblond. Aber der Junge ist eben ein Star. Leider einer der wenigen echten Popstars, die wir in Deutschland haben. Und hier kommt ihr preisgekrönter Clip zu Weinst du? Heißt es ja, dass das Universalgenie mit Leonardo da Vinci ausgestorben ist. Aber Fred Durst beweist jetzt genau das Gegenteil. Der Limp Bizkit-Frontmann kann Musik machen, Einstein zitieren, Bühnendekos bauen, tätowieren und Regie führen. Nur Termine einhalten, das kann er nicht, aber kein Wunder, wenn man so einen vollen Kopf hat. Platz 56 geht jedenfalls an Limp Bizkit, Snoop Dogg und Co. mit Break Stuff. Ja, er ist der neue Superstar des Two-Step, Craig David. Top-Stimme, super charming und süße 19 Jahre jung. Gerade ist sein erstes Album rausgekommen. In England hat es in der ersten Woche viermal so viel verkauft wie das von Ronan Keating. Bei unseren Top 100 landet der Newcomer im Mittelfeld. Platz 54 für Craig David und Fill Me In. Aus Ibiza. Uns geht's gut. Die Sonne scheint jeden Tag. Das Meer ist super. Wir haben viel Spaß. Es gibt sogar einen Pool auf unserer Hacienda. Hans lernt gerade Wasserskifahren. Bis dann bei MTV Hacienda. Sonntag um 18 Uhr. Donnerstag um 22 Uhr. Enforced by TD1. MTV Top 100 Weekend, presented by Fujifilm. Haben wir nicht gerade über Limp Bizkit geredet? Habe ich Fred Durst nicht zum Universalgenie ernannt? Ich glaube, das habe ich, oder? Und wenn ihr mir nicht geglaubt habt, dann habt ihr Pech gehabt, denn hier ist er schon wieder mit seinen Jungs. Auch Platz 52 geht nämlich eindeutig an Limp Bizkit. Ja, und das war es auch schon mit dem ersten Tag von unserem MTV Top 100 Weekend. Aber morgen früh um 8 geht es ja schon weiter. Da müsst ihr unbedingt wieder auf der Matte stehen, denn dann moderiert meine Kollegin Christine. Aber jetzt gibt es erstmal, wie gesagt, Limp Bizkit mit And Together. Macht es gut, Knutze. Bis morgen.